Admiral! Admiral! Rauch auf dem Wasser. Endlich darf ich wieder was lesen. Schiff von Achtern, Kapitän. Es holt auf. Sie werden angegriffen. Ein mächtiges Schiff. Die Latein... Was? Lateinersegel. Vom trockenen Wind gebläht. Die Stückpforten bedrohlich aufgesperrt. Wer schreibt so einen Scheiß? Taucht aus einer verborgenen Bucht auf und nimmt entlang der stark bewaldeten Küste Fahrt auf. Die Flagge karmesinrot und schwarz. Mit einer triumphierenden Sonne ist niemand aus der Mannschaft bekannt. Während es sich geschickt in und aus dem Hauptwind dreht, den Luftstrom meisterlich ausnutzt und Distanz schnell verringert, wird seine Backbordseite plötzlich von einem donnernden Knall erschüttert. Etwas pfeift durch die Luft und stürzt hinter ihnen in das smaragdgrüne Wasser. Sie drehen hart nach Backbord, während die Stückpforten krachend aufgerissen werden und ihre Kanoniere die Geschütze sorgfältig ausrichten. Wir versuchen den Rumpf zu zertrümmern. Eine erste Salve trifft den Feind in der Seite, gefolgt von einer zweiten, die von den Geschützmannschaften auf dem Unterdeck abgefeuert wird. Feuer schlägt aus den Wunden, die in die Flanken des Schiffes geschlagen wurden, und die Ra zerbierst in zwei Hälften. Winzig kleine Gestalten krabbeln über das Deck und versuchen verzweifelt, die gierigen Flammen zu ersticken. Plötzlich schickt eine mächtige Explosion alle auf die Planken, während das Schiff immer mehr Schlagseite bekommt und sich gefährlich ins Wasser neigt. Ein stämmiger Mann in einer Art Offiziersuniform übertönt mit mächtiger, befehlsgewohnter Stimme den Lärm. Wie es aussieht, bedroht er einen jungen Mann mit vorgehaltener Pistole. Söldner und Mörder, das sieht einem Ketama ähnlich, dass er sich zu solchen Methoden herablässt. Bringt eure Waffen zum Schweigen oder euer Freund... Hier wird Bleischlucken. Warum ist Freund, naja. Ich weiß leider nicht, was Zaug angewählt hat, weil er das immer nicht vorliest. Der zweite. Ja, was stand denn da? Das musst du jetzt auch machen. Dass ich weder Ketema noch den Mann kenne. Der Mann höhnt. Wer's glaubt, wird selig. Kaum wurden eure Segel gesichtet, da fing er, die Verachtung in seiner Stimme ist unüberhörbar, auch schon an zu drohen, dass Ketemas Zorn über uns kommt, wenn wir ihn nicht freilassen. Ein Blick auf das verzweifelte Gesicht des jungen Mannes genügt, um zu erkennen, dass er tatsächlich versucht hat, die Schurken einzustichten, um sich aus seiner Notlage zu befreien. Auch wenn er mühsam versucht, sich zu beherrschen, fleht er ihre Männer mit den Augen an, mitzuspielen. Also eigentlich kennt ihn ja nicht. Ich habe mit dem nichts zu tun. Ja, aber der hat bestimmt gute Sachen. Aber wir haben eigentlich auch keinen Platz mehr auf dem Schiff. Ja, eben. Das heißt, das heißt, wir greifen an. Der Mann richtet sich mit ehrfurchtgebietender Wut auf. Und wo war diese Moral, als euer Herr seine Legion schickte, um Familien von ihren angestammten Land zu vertreiben, damit er die mächtigen Lagerhäuser errichten kann, auf die er so stolz ist? Dieser Mann ist ein Handlanger der Unterdrückung, ein Unmensch, ein... Als der junge Mann spürt, dass sich der Griff des Kapitäns langsam lockert, stößt er ihm mit einer plötzlichen Bewegung den Ellenbogen in die Rippen und springt über Bord, noch bevor jemand ihn ergreifen kann. Er schießt den Gesandten, falls nötig, brüllt der rotgesichtige Kapitän. Aber als der junge Mann nicht wieder auftaucht, wird ihm klar, dass ihm sein Faustpfand abhanden gekommen ist. Natürlich. Er befiehlt, die Gewehre zu wenden und auf ihre Mannschaft zu richten. Ich finde es schön, dass hier Uli Hoeneß auch ein Dingens im Anno-Spiel gefunden hat. Einen Platz. Oh. Versuchen das Schiff oberhalb der Irgendwas-Linie zu treffen. Potzblitz! Die Kanoniere schieben die schweren 15-Zoll-Projektile in die Mündung der hinteren Kanonen. Einige zerreißen ihre Hemden, um sie in die Läufe zu stopfen und damit den Spielraum auszupolstern, sodass die Kugeln nicht von ihrer Flugbahn abweichen, wenn sie das Rohr verlassen. Ihre Mannschaft kauert sich in Deckung und dann ein Flammenblitz und ohrenbetäubender Lärm. Holzsplitter schwirren durch die Luft, als die Kugeln durch Ballast, Mast, Reling und Knochen schlagen. Einzelne Schüsse erklingen, ein törichter Versuch der Gegenwehr, bevor eine zweite Breitseite in den Unterleib des Schiffes kracht. Als der Kapitän schließlich das Signal zum Aufbruch aus diesen gefährlichen Gewässern gibt, ist ein schrammendes Klettergeräusch von der Backbordleiter her zu hören. Warten, bis sie auf den Eindringling zeigt. Beim trockenen Klicken der gespannten und feuerbereiten Gewehre meldet sich eine protestierende Stimme von unterhalb der Reling. »Nicht schießen! Ich bin der Mann, den sie gefangen gehalten haben!«
Nach einem kurzen Moment des Schweigens erscheint eine Hand auf der Reling, gefolgt von der ranken Figur des jungen Gefangenen. Angesichts der 20 auf ihn gerichteten Gewehre sichtlich verstört. Verzeihung, dass ich sie in diese unselige Lage gebracht habe. Diese Halunken haben mein Schiff versenkt und meine Mannschaft niedergemetzelt und ich war verzweifelt auf der Suche nach Hilfe. Bei diesen Worten lässt sich die Mannschaft die Gewehre ein wenig sinken. Ich befürchtete, dass sie mir die Geheimnisse und Pläne meines Herrn entreißen wollen. Und als ich ihre Segel erblickte, sah ich eine Möglichkeit, Zeit zu gewinnen. Also behauptete ich, Yanihoi Kitema habe sie geschickt. Der Yanni-Boy. Kenno Money-Boy. Wer ist dieser Yanihoi? Wer auch immer. Kaiser Sale Kitema ist der Erbe des Throns von Selamavi. Herr über alle Hoch- und Tieflande, die als Enbesa bekannt sind. Und die sie wohl als Land der Löwen bezeichnen. Unter seiner Herrschaft Enbesa zu einem überaus wohlhabenden und mächtigen Land aufgestiegen. Denn unser Kaiser hat eine Vision. Das ist, war glaube ich, verdeckt von der Maus. Denn unser Kaiser hat eine Vision, die weit über die seiner Vorgänger hinausgeht. Ein vereintes, reiches Land. Eine Nation, die den großen Königen von einst ebenbürtig ist. Erschöpft runzelt der junge Mann die Stirn. Leider gibt es Menschen, die unser Land nicht vereint sehen wollen. Die hochmütigen Prinzen von Angreb wollen den Kaiser nicht weichen und haben beschlossen, mit allen Mächten Krieg gegen ihn zu führen. Aber warum der Überfall auf sie? Oh, natürlich, verzeihen Sie meine Manieren. Ich bin Biniam, Sohn Kyrias, Gesandter seiner kaiserlichen Majestät Kitema. Ich befinde mich auf einer Mission und suche nach Experten aus aller Welt, die dabei helfen sollen, die ambitionierten Pläne meines Herrn für Enbesa in die Tat umzusetzen. Sein Wunsch ist es, dass der Name Enbesa, ob seiner Gelehrsamkeit, seiner Schönheit, seines Wohlstands und seiner Weisheit besungen und bewundert wird. Aber lassen Sie mich nicht hier verzweifeln. Folgen Sie mir nach Taborime, wo mein Herr Sie sicher für Ihren Mut und Ihre Großzügigkeit entlohnen wird. Setzen Sie Segel gen Süden, vorbei an den säulenförmigen Griffen mit ockerfarbenen Blumen. Jenseits der Sümpfe werden Sie es erblicken, das alte Enbesa mit goldenen, leuchtenden Bergen, schlummernden Löwen und stolzen Menschen. Okay. Yanihoi Kitema, darf ich euch meinen Wohltäter vorstellen? Einen angesehenen Stadtplaner aus dem fernen Norden. Diese edlen Herzen sind immer in Enbesa willkommen. Sie haben also gehört, dass ich neue Talente wie Sie suche, um unsere neue Hauptstadt zu vergrößern. Unser Zusammentreffen war ein reiner Glücksfall, mein Kaiser. Dann hat der Herr ein Lächeln für Sie auf den Lippen. Uns bietet sich die Gelegenheit, Teil einer Geschichte zu werden, die uns alle überdauert. Den Sprecher kenne ich. Bisher habe ich diese unfruchtbare Provinz des Kaiserreichs vernachlässigt. Der Sitz der Könige der Antike. Aber aus dem Staub erwächst ein neuer Garten. Seit vielen Königen war Enbesa nicht so vereint wie jetzt. Auch wenn es ein zerbrechliches Erbe ist. Einige betrachten uns als gespalten. Jeder denkt nur an sich. Aber sie sind blind für die größere Bedrohung. Hungrige Augen, die gen Süden auf uns gerichtet sind. Vereint und mit Stolz erwidern wir ihren Blick. So müssen sich alle erheben und ihren Anteil verteidigen. Oder sie werden gefressen. Und so übertrage ich Ihnen die Aufgabe Taborim, unsere neue Hauptstadt auf dieser Insel zu errichten. Möge sie wachsen, um ganz Enbesa in einem Bund zu vereinen. Biniam wird Ihnen helfen und Ihnen seinen Plan für die Kanäle zeigen. Taborim wird schon bald als Juwel des Friedens am Gürtel dieser großen Nationen glänzen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800 Land der Löwen. Ich bin dran, Zarek. Müssen wir hier ein bisschen den Cut anders setzen, als wir sonst machen, aber
Ich habe die ganze Arbeit gemacht, weil dass wir jetzt hier sind. Die ganze Arbeit gemacht, ich habe 5 Stunden lang was vorgelesen. Mit Ihnen über bedeutende Angelegenheiten. Der Typ sieht übrigens super aus. Ja, vor allem der Hut. Okay. Werden Sie mit mir zusammenarbeiten? Natürlich. Sale Ketema, Kaiser des tausendjährigen Envesa und Erbe des Bundeszepters. Des Bundeszepters, damit können wir Meister werden, bestimmt. Wir haben eine Insel gefunden. Oh, die Musik ist schon wieder spitze. Flussbauplätze. Och nee. Flussbauplätze. Warum? Sie sind zurück. Mein Lieblings-Anno-Bauplatz. Der Flussbauplatz. Da sind immer zu wenig von da. Er ist zurück, endlich. Bienen im Überfluss. Gutes DLC. Ah, wir können sowieso kein Kontor bauen und wir haben ja nichts. Wir müssen zum Kaiser. Wo ist der denn? Doch, wir haben diese Vase da. Okay, da fahren wir mal hin. Wahrscheinlich kann ich hier jetzt draufklicken und kann dann wieder mehr vorlesen. Da habe ich aber gerade keine Lust drauf. Wo sind wir denn jetzt genau? Hier unten in Envesa. Da sind wir gerade. Machen wir auch bla 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 weiter. Aber erstmal gucken, wir haben noch 13 Minuten 58. Das Schiff ist auch gleich da, um Liebe zu verbreiten. Denn hier wird gerade Liebe gemacht. Zwischen diesen beiden Schiffen. Da habe ich den Nergobix angesteckt. Das liegt am vielen Lesen gerade. Ja. Überwachungsbericht. Wo müssen wir es denn hinbringen? Da hinten ganz. Segel. Da sind bestimmt ganz viele Piraten im Weg. Der zum Beispiel, die Seegurke. Wenn das nicht mal ein beeindruckender Name ist für ein Piratenschiff. Wir helfen, wo wir können. Nee. Zeug hat ja leider die Piratin vergrault, dass wir nicht mal mehr im Frieden mit der schließen dürfen. Ja, aber die greift uns ja nicht mal an. Gib es einfach her. Partei ist über das Verhandlungsthema verärgert. What? Wir haben halt auch noch einen Waffenstillstand 3 Minuten 30. Das könnte der Grund sein. Das erklärt einiges. Wobei ich das dann komisch finde, dass wir in Diplomatie... Warte... auf Krieg stehen und nicht auf Frieden. Aber gut. Naja, Waffenstillstand heißt halt auch nicht Frieden. Ja, das stimmt. Ja, komm, es hilft ja nichts, ne? Wir müssen als nächstes dann auch die Königinregion da wieder kriegen. Jetzt mach doch erstmal Afrika. Ja, da sind wir noch nicht angekommen. Ah, es ist, hier geht's auch noch gar nicht weiter, okay. Wir müssen halt erstmal hier sein. Was ist hier denn los? Guck mal, wir können hier auch Sachen... Das ist wieder wie so Plateaustädte wie in der Arktis. Wow, jetzt geht diese Mission. Okay, machen wir gleich. Wir sind jetzt erstmal hier im ersten Schritt für Afrika. Darum geht's ja hier heute eigentlich. Hab ich schon gesagt, wie toll ich diese Flussbauplätze finde? Oh, so ein Scheiß, ey. Ja, Gott sei Dank gibt's die nicht mehr. Die braucht ja keiner. Ja, ist ja auch wahr. Guck mal, da kommt unser Schiff an. Ich darf hier nicht weiterlaufen. Das ist eine unsichtbare Wand. Wir sind jetzt halt offiziell bei den Schwatten. Was macht der denn da? Hier, Musik. Im Schatten meines Palasts, sollen Sie mir beim Aufbau einer neuen Hauptstadt... So stelle ich mir Afrika auch vor. Ketema bietet Ihnen irgendwo ein freies Kontor an der anderen Seite der Insel. Gut, dass wir auf dieser Seite sind. Wo ist mein Schiff? Admiral auf der Brücke. Da. Du bist glücklich, überall zu finden. Ja. Wir haben auch 50. Was war das? Wanzerbretter natürlich gekriegt. Wenn Sie die Schiffe in Besas vereinen wollen, müssen Sie zuerst unter Beweis stellen, dass Sie für sie alle sorgen können. Ja, kann ich. Bin ich zuversichtlich. Also. Bescheidener Fleckenland. Passt zu mir. Wir bauen mal als erstes einen Marktplatz. Der ist bewusst, dass wir jetzt gleich wieder Datteln brauchen. Waren sind nur ein Bruchteil dessen. Was brauchen wir? Mit dem hier Datteln. Geschichten, Neuigkeiten, Gebete. All das wird bei den Ständen feilgeboten. Ich glaube, das ist jetzt so eine ähnliche Mechanik wie damals in Anno 1404. Mit den. Das kann natürlich sein. Mit den Wüstenleuten. Ziel erreicht. Wir haben jetzt erstmal das Zeitalter der Feldbestellung. In der Tat. Jetzt können wir diese Guantanamo-Bäume da...
Also, man muss hier offensichtlich an den Flussbauplätzen Wasserpumpen bauen und kann dann da den Kanal bewässern. Mit einem Kanal bewässern so. Weit entfernten Land, nicht wahr? Absolut. Wenn du möchtest, kann ich dich durch die Savanne führen. Ja, mach mal. Also es ist, glaube ich, immer die Sachen, ob wir jetzt das Tutorial spielen wollen. Bauen Sie 10 Hirtenhäuser. Riechen. Das sind nur 6. Da rennen die Elefanten davon. Panzerholz ist stabil und doch sehr wandelbar. Um die Produktion anzukurbeln, werden sie eigene Haine brauchen. Also, wir brauchen Panzerholz. Brauchen wir dafür denn auch schon, Wasser? Ja, das weiß ich nicht. Das sehen wir dann gleich. Sie sollten sie in einiger Entfernung errichten. Übel riechende Kreaturen landen gerne auf den Zweigen. Naja, es ist ja, also, ne? Wir führen ein gemäßigtes Leben und ziehen warme Ziegenmilch dem Alten. So wie Zyrok. Der trinkt auch gerne warme Ziegenmilch, habe ich gehört. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Macht nix. Die Waffenruhe wurde beendet. Nee, das macht schon mehr. Moment. Bevor hier alles schief läuft. Die Frage ist, ob es in Afrika auch Piraten gibt. Nee, Afrika ist bekannt dafür, sehr militärisch stabil zu sein. Nicht bevor wir kriegen. Ja. Sei froh, wir lassen nur selten jemanden. So, nicht, dass wir hier, während wir uns irgendwo anders beschäftigen, wieder Probleme bekommen. Wie lange haben wir denn noch für diesen Auftrag? 8:23. Ja, das kriegen wir hin. Aber wir machen jetzt mal erstmal den Auftrag der Majestät nochmal hier. Wir haben das ja alles schon mal gemacht, deshalb machen wir das ein bisschen schneller. Ein königlicher Fortschritt. Soll ich das jetzt vorlesen? Ja, komm. Es ist kein Zufall, dass die Rosenspur im Kielwasser ihrer Majestät in diesem hübschen kontinentalen Städtchen endet. Was kann sie dazu veranlasst haben, eine Meerenge, klatschmohnbedeckte Felder und märchenhafte Flusstäler zu überqueren? Sie ist nicht wegen der guten Luft hergekommen. Dies ist das Herz des Landes, ihrer Familie, mütterlicherseits. Und sie ist aus einem ganz bestimmten Grund hier. Sie ist eine Königin, sie muss irgendwo zu finden sein oder einen anständig aussehenden Einheimischen fragen. Ja, Königin, Spur. Ein Schloss oder ein Landsitz in der Nähe natürlich. Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, bleibt die Wahrheit übrig, wie der Detektiv sagt. Habe ich schon häufig gehört, auch von Zyrok. Und die Königin würde sich nie damit begnügen, in der Stadt abzusteigen. Sie gehen davon aus, dass sie nicht mehr als 2 Tage hinter dem Tross der Königin sind und könnten somit alle halbwegs königlichen Aufenthaltsorte auf der Karte einkreisen. Jetzt bleibt nur noch die Frage, welchen Verwandten sie hier besuchen will. Ja, mit Hilfe ihres Wissens über die Familie der Königin eine Vermutung anstellen. Sie wissen, es war die falsche Entscheidung, kaum dass sie in den Salon betreten haben. Das hat ja gut geklappt. Die Herzogin, eine Frau mittleren Alters, liegt dösend in einem Himmelbett, das sie seinem zerwühlten Zustand nachzuurteilen seit Tagen nicht verlassen hat. Verzeihen Sie meine Überraschung, krächzt sie, aber eine Königin soll hierher gekommen sein, wo unsere Seite der Familie seit Jahren vernachlässigt wird. Jetzt eine gequälte Miene auf. Doch jetzt haben wir einen reizenden Besuch. Darauf bedacht, niemanden zu beleidigen, leisten sie ihr Gesellschaft, bis sie schließlich ihre Spielchen überdrüssig wird. Sie deutet an, dass die Königin ihren Cousin Prinz Ernest besucht. Der Prinz empfängt sie freundlich in seiner efeu-umrankten Burg. Efeu-umrankt ist aber mein geiles Wort, mit 2 U's hintereinander. Finde ich schön. Wirkt aber äußerst nervös. 23%, der Grund für seine Nervosität zu erraten versuchen. Eurer Unruhe entnehme ich, dass ihr euch große Sorgen um ihr Wohlergehen macht. Ihre scharfsinnige Schlussfolgerung überrascht Prinz Ernest. Er nickt und sinkt auf den verschnörkelten Stuhl hinter seinem Schreibtisch. Sie hat mich gebeten, ihr dabei zu helfen, unserer gemeinsamen Abstammung auf den Grund zu gehen und die Rechtmäßigkeit gewisser Ansprüche zu belegen, die sie durch ihre verwandtschaftlichen Verbindungen mit La Corona hat. Corona ist immer gut. Ernest hält inne und beißt nervös auf ein Stück von einem Buttergebäck ab. Sie wollte es zur Abwechslung allein machen, aber sie bringt sich in Gefahr und ich habe entschieden, dass sie folgen müssen. In Monegask findet ein Maskenball statt. Dort werden sie finden. Okay. So, endlich nichts mehr lesen. Fortsetzen. So. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, dass wir die richtige Zeit hier haben, weil es ist ja eigentlich alles am Stück aufgenommen hier gerade. Weil das sich so ergeben hat am Ende der letzten Folge. Auftrag erledigt. Ja. Bravo, bravo. Was ist denn mit Zyrok los? Warum redest du nicht mehr mit mir?
Weil ich krank bin. Ja, das ist doch kein Grund. Speichern. Ich finde, das ist schon ein großer Grund. So, guck mal, also offensichtlich scheint das hier zu gehen. Ich weiß noch nicht, was, also sind hier irgendwie nur drei Bäume hier, aber was holzen die denn da jetzt genau ab? Diese fünf Bäume hier. Halten Sie in der Region eine Versorgung von Ziegenmilch? Dafür brauchen wir erstmal 50 Hirten. Oh, die Musik. Schon cool. Kommen auf 10. 3 kommen jetzt immer nur rein. Wir sind hier bei, was sind das, 10 Häuser? 30, 60. Passt doch, ne? Ja. Was ist denn das da links unten für ein Gewand? Ah, hier steht, kann nur durch fruchtbaren Boden verbessert werden. Was für ein Gewand? Wenn du das auf die, ja, ja. Das sind Gewänder, hast du richtig erkannt. Ja. Nochmal drüber schauen. Oh, wir haben mal wieder eine Zeitung, das ist aber auch schon ewig hier, oder? Reizvolle Insel erworben, ja, das sieht doch alles gut aus. Möher Kundreiplatz ist voller Freude. Und nun muss man jetzt hier so einen Kanal anschließen. Das ist ja lästig. Wie weit nach oben wollen wir denn hier wohl gehen, weil da müssen wir doch noch Stadt machen. Guck mal, da kommt das Wasser an. Das finde ich cool. Und dann machen wir jetzt hier Ziegenmilch an. Oh, der köstliche Geschmack von warmer Ziegenmilch. Wobei wir eigentlich das dann eher so schieben sollen. Doch seine Geschenke sind prima hier. Umso großzügiger. Kann man da einen Weg über den Kanal bauen? Bestimmt, ja. Ja, mit Holz. Ich überlege halt, wenn wir da eh nachher ein zweites bauen, kann man dann hier irgendwie... So wäre doch ganz schlau, ne? Und dann können wir das da wahrscheinlich auf der... Kann man? Das würde mich mal interessieren. Könnte man hier dann bauen? Ich glaube jetzt nicht, weil das so weit weg ist. Das muss ja anschließen. Ja, die Frage ist, wenn ich hier jetzt so ein Ding baue, ob ich dann quasi über dem Dings bauen kann. Verstehst du? Dings und Dings. Ich meine, erstmal hier so und bauen hier erstmal ein Lagerhaus. Oh, das ist ganz schön groß. Hm, das ist größer als hier erwartet. Ja, ist ein afrikanisches Alle Lagerhaus. Oh, jetzt geht das schon wieder los hier. So. Nichts zu. Zyrok? Kannst du mal meine Maus in Ruhe lassen? Das ist mein Elb. Maskerade in Monegasque. Sie folgen Prinz Ernests Rat und fahren mit dem Zug durch die glitzernde Côte Turisque entlang bis zum großen Bahnhof im modernen Fürstentum Monegasque. Die Straßen des seit 6 Jahrhunderten von der Familie Pimont regierten Fürstentums sind voller Licht und Farbe, denn heute ist die große Eröffnung seines allerersten Casinos. Das Verkleidungsthema lautet Tiere und Sie sehen einige pelzige und gefiederte Kostüme an jeder Ecke. Sehr praktisch für eine Königin, die inkognito reist. Prinz Ernest hat Ihnen zwar seine Einladung für das Casino mitgegeben, doch dafür benötigen Sie noch ein Kostüm. Ganz ungeniert ohne Kostüm aufkaufen, das ist immer gut. Anscheinend machen sie keine Ausnahmen. Dies ist eine Veranstaltung der guten Gesellschaft, erklärt ihnen der Pförtner aufgebracht. Wer sie sind, spielt keine Rolle. In diesem Aufzug können sie nicht hinein. Wenn sie ins Casino oder die wollen und die Königin finden wollen, müssen sie es auf eine weniger elegante Art versuchen. Sich heimlich einschleichen. Warum haben wir immer nur 3%? Weiß ich nicht, weil wir nicht die Olle dabei haben, die alles macht. Sie nutzen ihre Kräfte des Mysteriösen. Was? Auf der Promenade hinter dem Casino begegnet ihnen eine warme Riviera-Brise und der Anblick exotischer Palmen. Weiter oben steht ein Toilettenfenster offen, da muss man bremsen. Die Stuckarbeiten halten, als sie unbemerkt die Wand hinaufgleiten und dann die Beine über das Fensterbrett schwingen. Endlich drinnen angelangt, überlegen sie, wie sie es anstellen sollen, die Königin zu finden. Sich unter die gehobenen Kreise mischen. Ihre Kenntnisse in Bezug auf den Hochadel lassen sie nicht im Stich. In einem Kreis der vornehmst gekleideten Gäste erspähen sie einen wunderschönen, paillettenbesetzten Elefanten, der ein Glas mit einem widerlichen Gemisch aus Rotwein und Malt Whisky hält, dem Lieblingsgetränk ihrer Königin.
Ihre Blicke treffen sich und ihre Augen werden immer größer. Sie lässt ihr Glas fallen und ein Raunen durchläuft den Seil, als sie zum Ausgang eilt. Bis sie sich den Weg nach draußen gebahnt haben, ist ihre Kutsche bereits unterwegs. Sie winken eine Droschke heran und steigen ein. Okay. Weiter. Verpflegen unsere Mannschaft mit Mehl. Ja. Geht doch nichts über Mehl. Du isst Mehl. Ich esse Mehl. Alle sind hier wegen dem Mehl. Apropos Mehl. Ja. Ich gehe mal auf Toilette. What? Ja. Das ist eine merkwürdige Überleitung. Ja, ich wollte nur irgendwie überleiten. Was sie auch tun. Dann mach das mal, wobei ich gleich die Folge beenden werde, aber das macht ja nichts. Die Lager sind voll. Ja, dann schlaf mal hier. Wir drehen hier nur noch Däumchen. Mach das mal. So, hat man nicht noch irgendwo einen Auftrag? Ja, theoretisch schon, aber... Ja. Ich wollte sagen, noch was fragen. Da müssen wir noch ein bisschen warten, weil er ist jetzt erstmal weg. So. Wir müssen jetzt die Versorgung mit Milch aufrechterhalten. Aber müsste eigentlich gleich gehen. Ja, also, aber wir nur noch eine Minute müssen wir noch warten. Ich glaube, das werden wir dann aber in der nächsten Folge erst in Angriff nehmen. Das war's jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das Feuer klicken und als Ausdruck von mir und auf euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.